Nee, dann sagst du herzlich willkommen zum Edeka Vlog. Ja, ich kann es eh nicht aussprechen. Aber Vlog kann ich sagen. Hi, ich bin Martin. Und ich bin Karin. Hallo. Herzlich willkommen zum BDK Vlog. Der Martin erzählt uns heute, was ist ein Vlog? Genau. Ein Vlog ist im Grunde genommen sowas wie ein Blog, den man eh schon kennt im Internet. Ein Blog. Okay, nee, was ist ein Vlog? Komm, gib her, gib mir den. Ein Videoblog, auch als Vlog oder Vlog bezeichnet, ist ein Kunstwort aus Video und Blog bzw. Webblog. Ein Vlog ist, gleich einem Blog, eine Website, die periodisch neue Einträge mehrheitlich oder ausschließlich als Video enthält. Die Tätigkeitsform ist Vlogging. Vlogging. Das ist echt schon mal Vlogging. Was war Vlogging? Also warum, das frage ich mich bestimmt, warum Klar. Wir jetzt hier vloggen? Als FSJler im BDK, BJA frage ich mich das natürlich. Genau, und so, aber das kann ich dir sagen, und zwar der BDKJ, der macht das jetzt so, weil der möchte seine Aktionen vorstellen, seine ganzen Leute, die da arbeiten, also die Fachstellen und die Verbände. Ja, was gibt es da so für Fachstellen oder Verbände? Ja, zum Beispiel die Fachstelle Ministranten oder der Verband DPSG oder KJG. Genau, wir haben aber noch zwei Besonderheiten in unserem Vlog, in unserem neuen Format. Und zwar einmal, dass es nicht so periodisch auftreten wird. Das heißt, wir werden jetzt nicht jede Woche ein Video bringen können, indem wir einfach BDK euch noch mal ein bisschen mehr zeigen. Zum anderen werden auch immer zwei andere Gesichter hier zu sehen sein, weil wir einfach natürlich die Fachstellen präsentieren und die betreuen eben andere Personen oder auch in den Verbänden sind einfach andere Leute drin. Und wir sind jetzt eben gerade da, um mal den Startstoß zu geben und sind dann auch später wieder weg, genau. Hashtag Jugendforum, nicht vergessen. Nein, dann fange ich an und da erzähle, nein, ich erzähle jetzt, dass Ausrichter vom Jugendforum ist, nämlich der Bischof. Dem ist es voll wichtig, dass er eben Bescheid weiß, was bei den Jugendlichen so läuft und was eben nicht. Und deswegen, Hashtag läuft bei uns. Und deswegen gibt es das Jugendforum überhaupt, genau. Jetzt wärst du dran. Jetzt bin ich dran? Jetzt. Wunderbar. Genau, der Bischof macht das alle 5 Jahre. Das heißt, da gibt es dann im Grunde genommen eine große Abfrage in den Gemeinden beziehungsweise generell bei den BDKJ, also gerade wo wir Jugendlichen so aktiv sind und uns beteiligen in Verbänden und ja, wo auch immer. Kirche am Ort. Genau, Kirche am Ort, auch die Kirchengemeinden. Und alle 5 Jahre hat eben der Bischof für sich gesagt, will er ganz intensiv sich mit der Jugend beschäftigen. Und genau, das war jetzt halt wieder dieses Jahr soweit, 2016 haben wir. Das heißt, das nächste kommt wieder 2021 und alle 5 Jahre arbeitet man dann sich jetzt mal ein bisschen voran und es gibt dann neue Ideen. Zum Beispiel das Jugendspirituelle Zentrum gab es beim letzten Jugendforum. Das wurde jetzt noch umgesetzt. Genau, das wurde dann umgesetzt. Jetzt dieses Jahr gab es neue Themen, von denen wir euch bestimmt gleich berichten werden. Ah, ihr seht jetzt hier, wir haben uns neu eingerichtet, haben ein cooles Jugendforum. Plakat. Das Jugendforum dieses Jahr gemacht und zwar dieses Jahr ist die Besonderheit, dass es dezentral gemacht wurde. Was heißt dezentral? Es wurde dieses Mal speziell in die Gemeinden gegangen, in die Dekanate, also so nah wie möglich zu den Jugendlichen, dass eben Vereinbarungen dort direkt mit denen getroffen wurden. In ihrer Gemeinde, was stört sie da, was kann man da verbessern, dass es auch direkt bei denen ankommt. Coole Sache. Ja. Ja. Das war, ich glaube, das erste Mal. Ich glaube, die letzten Jahre davor war es alles zentraler. Genau, jetzt dezentral. Der erste neue Versuch. Ja, lief ja ganz gut. Wow! Eine Arbeitshilfe. Oh mein Nein! Gott, Jumbo! Was? Ist da ein Hashtag? Ja. Wer entdeckt das Hashtag? Ne? Oh, das könnten wir als Gewinnspiel machen. Ja, machen wir. Zählt alle Hashtags im Jugendforum, in der Jugendforum Arbeitshilfe. Und der die richtige Anzahl hat, der kriegt von uns ein Post-it. Da muss ich mitmachen. Okay. Ja, interessant am Jugendforum ist natürlich auch, also das Jugendforum-Event ist schon gewesen in Rottenburg vor ein paar Tagen bzw. Wochen. Aber das Interessante am Jugendforum ist, wir bleiben da dran und werden das weiterhin machen. Und da gibt es so coole Vereinbarungen, die auch jetzt immer noch natürlich gemacht werden können. Die Kamera kann es euch mal zeigen. So sieht das aus. Genau. Und da gibt es auf der anderen Seite auch einen Rückmeldebogen. Das heißt, da könnt ihr Vereinbarungen machen mit, also zum Beispiel in der Kirchengemeinde mit eurem Pfarrer, wenn es da was gibt, oder auch mit Pastoralreferenten, wie auch immer. Wir haben noch ganz viele Arbeitshilfen da, das heißt auch,
Ihr könnt ganz viele anfordern. Ja. Wir freuen uns. Oh, wollen wir erst die Post jetzt machen? Das ist schon cool. Okay. Wollen wir die Post machen? Ja. Also, was möchtest du erzählen? Was mir heilig ist. Genau. Was ist dir heilig? Mir ist heilig meine Familie. Und dir? Was ist mir heilig? Heilig ist mir Freundschaft. Auf, dann nicht auf die Dame, ich glaub's ja nicht. Was ist mir heilig? Wir haben ja nicht nur, was ist uns heilig, sondern auch, was macht uns wütend. Oder was. Was natürlich auch super cool ist, wenn ihr hier euren Freunden, wenn ihr gerne Briefe schreibt oder mal wieder voll cool oldschool eine Postkarte verschicken wollt, Briefmarke drauf, Briefadresse ausfüllen und an eure Freunde verschicken. Nice. Wer aber doch nicht so, ich nenne es mal, ja, der Schreiberling ist, sondern eher der, der sich mal lecker noch einen Glückskeks reinbuttern will, wenn man essen möchte, fangen wir mal vorne an. Das bin ich so dark. Was? Wer eher der Typ ist, der gerne was essen will, ja, und Glückskekse mag, der hat natürlich hier auch die Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen, auf Suchenforum. Ist zudem, ich glaube, relativ lecker. Ja, das schmeckt tatsächlich gut. Herr Martin, ich habe dich doch abends in meinem Jugendforum gesehen. Was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Du meinst beim Event in Rottenburg? Ja, beim Bischof? Genau. Ah, ja, also der Bischof, der hat uns dann natürlich eingeladen zu sich. Mit dem Weihbischof und den anderen, ich sag's mal, wichtigeren Leuten, auch den ganzen Hauptreferenten, die im bischöflichen Ordinariat sitzen. Da gab es dann eben das Abschlussevent und ich war dort genau, also er hat alle Ehrenamtlichen eingeladen, die eben Lust und Zeit hatten zu kommen. Also es gab dann verschiedene Workshops, in die man gegangen ist, die man sich rausgesucht hat. Da ging es dann um verschiedene Themen, zum Beispiel um Liturgie, auch einfach um politische Themen, wie stellt man sich zu, zum Beispiel zu Homosexuellen in der Kirche. Echt? Und da konnte man dann wirklich mit dem Bischof diskutieren. Auch mit dem Generalvikar zum Beispiel, mit dem Weihbischof. Das heißt, man saß dann da in einer gemütlichen Runde, wie man es eben auch kennt, in einem Jugendraum, wenn man mal was diskutiert, hat sich ausgetauscht, hat die Ergebnisse gesammelt und hat dann eben, ich nenne es mal auch, Ergebnisse natürlich präsentiert und neue Ziele vereinbart. Genau, wie gerade schon erwähnt, ich bin jetzt auch auf dem Jugendforum gerade angekommen. Jetzt haben wir gerade 9.15 Uhr, in einer halben, dreiviertel Stunde fühlt sich hier hoffentlich alles. Jetzt sind wir gerade im bischöflichen Ordinariat. Warten einfach ab draußen, das Wetter ist noch nicht so schön, aber das kommt bestimmt noch raus, die Sonne. Und jetzt schauen wir mal, was der Tag so mit sich bringt. Wir haben viele Themen mit dabei, die wir mit dem Bischof und den anderen besprechen möchten. Und auch viele Jugendliche kommen und ich freue mich einfach drauf. Das war richtig nice. Ja, ja, sieht schon cool aus. Ja, sieht echt gut aus. Waren auch viele Jugendliche hier da. Ja, und die hat es auch Spaß gemacht. Ja, das war schon schön. Ja, muss man schon sagen. Jetzt aber, wenn ihr natürlich die Infos haben wollt und natürlich auch uns weiter verfolgen wollt, beziehungsweise dann die neuen Videos, die kommen und den neuen Vlog, dann, warum soll ich runterzeigen? Ich weiß nicht, wie ich begonnen habe, aber wenn ihr natürlich unsere Videos weiterhin sehen wollt und auch die, die dann eben kommen,
Dann liked uns auf Facebook, auf der BDK Rottenburg Stuttgart Seite, den Kanal am besten auf YouTube, und ihr seht alles unten in den Kommentaren vom Video, seht ihr alle Seiten, wo wir präsent sind, und natürlich, ganz wichtig, auf YouTube, gebt uns Kommis, yes, ich will Kommis. Du nicht? Nein. Nein, aber schreibt doch einfach, wie euch das Format gefällt, gerade beim ersten Video, das ist, glaube ich, relativ interessant. Ja. Und vielleicht auch, was euch noch so interessiert. Also ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wovon wir erzählen werden oder was es für Videos geben wird. Vielleicht habt ihr auch ganz eigene Ideen, wie man den Vlog auch weiter nutzen kann. Wir freuen uns auf Kommentare. Ansonsten, ja. Kann nur Tschüss sagen. Tschüss! Oh ja. Hashtag Tschüss!